Und Erfahrungspunkte bringt es auch nicht. Also der Foliant war natürlich praktisch, aber trotzdem. Kommt man hier raus? Nee. Da unten geht es noch weiter. Und dann husche ich mal kurz da hoch und schaue mich da oben um. Bis gleich. Wie gesagt, nichts mehr, nur ein paar Gnolle unterwegs. Schauen wir mal nach Norden. Wenn wir denn alle mal zusammenkommen. Ja, da ist noch ein Gebiet. Okay, ich schaue da jetzt kurz rein. Aber wenn ich da nicht auf Anhieb irgendwas finde, dann begebe ich mich in Mantelwald und mache mit der Hauptquest weiter. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, wonach ich hier gucken soll. Wir suchen ja immer noch Dilborn, einen der Drahtzieher. Aber ob der jetzt hier ein Lager hat oder ob der nur kurz gegengeritten ist, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sein Bruder meinte, er wäre hier unten zu finden. Oder war zu irgendeinem Zeitpunkt mal hier unten zu finden. Natürlich kann er auch gemeint haben, dass sein Bruder im Suchen zu finden ist. Also, meinetwegen, er kommt aus Baldur's Gate und irgendwo südlich ist sein Bruder zu finden. Ich hätte echt eher darauf achten sollen, was genau er sagt. Aber trotzdem, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir im Mantelwald das Banditenlager finden, werden wir wohl eher auf triftige Informationen treffen. So, was haben wir da mit Brücke? Eine Brücke wohin? Ich zermalm Oh. dein Gesicht. Ein Brückenoger. Hast einen Troll arbeitslos gemacht, huh? Na toll, die kommen nicht ran. Na, helf mal mit ein, zwei Zaubern aus, huh? Ja, Dünner hier ist inzwischen richtig praktisch mit den drei Kugeln dabei. So. Durch die paar Hauptgoblins müssen wir eigentlich recht schnell durchrasen. Ja, noch Auge. Na komm, mach das mit dem kleinen Kram weg. So, die Damen dürfen ruhig aufrücken und den da umbringen. Genug Kugeln haben sie. Hihihi. Dabei? Nicht wirklich. Aber 650 Erfahrungspunkte sind nicht zu verachten. Das war nämlich auch ein Ogre-Berserker und kein normaler Ogre. So. Ja, das war einfach nur eine Brücke. Nicht irgendein Zugang zu einer Befestigung oder dergleichen, wie ich gehofft hatte. Sieht hier auch nirgendwo eine Straße oder ein Trampelpfad oder dergleichen. Na gut, dann geht's mal ab in den Mantelwald. Hoffentlich müssen wir da nicht so lange suchen wie bei dem anderen. Ja, hier Pale Vale und Lastwood, das hat ja eine ganze Weile gedauert, bis wir da durchfahren. Schauen wir mal, wie der Mantelwald so ist. Und überfallen von einem Ogrillon. Das ist doch lächerlich. Ja, schön. Erinnert mich irgendwie den Hobgoblin, der uns ausnehmen wollte. Ist genauso albern. Da, Mantelwald. Und schon wieder. Oh, das ist nicht gut.
Aha. Ja, Feuerball, da lang. Shahira, heile sie schnell. Gerogon am besten auch, weil Gerogons ist instant. Und komm, lass Gerogon drin. Also, ihr Feuerball ist nicht durch, ja? Zu viele Fernkämpfe auf dem Magier, das ist gar nicht gut. Da. Und Gerogon laufen einfach. Jetzt habe ich gerade einen Feuerball, ne? Geh mal an den ran. Bei den Horn drehen. Nicht gut. Gar nicht gut. Ungutes Gefühl. Und hier unten schießen auch auf sie. Jetzt ist er noch panisch. Ich sehe einen Trip nach Naschke kommen. Komm, schnell nochmal heilen. Mist, Mist, Mist. Wo ist der Rest? Wo ist Mensch? Ah, da läuft ein Hund hinterher. Ja. Ganz normale Räuber, absoluter Kleinkram. Aber da so Magierin keinen Defensivzauber hat. Ich hätte mal diese Spiegelung lernen sollen. So, gucken, ob das alles passt. Wahrscheinlich nicht. Nee, auf keinen Fall. Kommt der Rest mal zu Minsk. Oder auch nicht. Oh, sind das viele Schriftrollen. Na gut, das werde ich jetzt auch nicht im Zeitraffer machen. Das wird zu lange dauern. Ich laufe jetzt nach Naschke, verkaufe ein bisschen, ruhe mich aus, gehe zum Tempel, wiederbelebe sie und komme dann wieder hierher. Also bis gleich. So, Dünner hier ist wieder am Leben. Wir haben alle Sachen verkauft. Probieren wir das Ganze jetzt nochmal. Wir wollen zum Mantelwald. Gut, kein Überfall, das ist schon mal vorteilhaft. Jetzt müssen wir nur noch ein Diebslager finden. Oder etwas in der Richtung. Wir wissen nicht genau, was wir hier suchen. Wir wissen nur, dass die Drahtzieher hier irgendwo sind. Und Tatzok war ja auch nicht im Banditenlager. Es ist anzunehmen, dass er hier noch ein Lager hat. Oder zumindest irgendeine Art von Unterkunft. Schreckenswürfe? Okay. Mal schauen, was wir uns jetzt entgegenwerfen. Also in Larswood und Peldvale, oder wie es hieß, da war die erste Überraschung ja die Banditen mit den Eisfeilen. Die hatten es wirklich in sich. Und da das hier quasi das nächst höhere Gebiet ist, müsste eigentlich was Neues kommen. Mal schauen. Ah, jetzt werden wieder alle müde. Ja, komm. Ruhen wir uns mitten im Dienstlager aus. Oder zumindest daneben. Ja, wow, was war das? Ach, meine Spinne. Ich hätte schon Schwertspinne gelesen. Die sind ein bisschen garstiger. So, nochmal das Ganze. Schon besser. Ah, hier ist so ein Kranz aus Bäumen. Oder kommt man das nur so vor? Gucken wir da mal rein. Vielleicht ist das so eine Art Abgrenzung. Können wir hier durch? Ja. Ja, auch eine ganze Bärenfamilie. Nee, die lassen wir mal in Ruhe. Dafür brauchen wir nur unnötige Lebenspunkte und Zaubersprüche. Wir wollen schließlich Banditen töten und keine armen Tiere, ne, Shahira? Du bist ja eh momentan ganz schön krumpig gerade drauf, weil wir so viele gute Taten begehen. Nee, war wohl Zufall, dass da so eine Mauer aus Bäumen war. Da passt kein Diebeslager rein. Wir schauen uns mal weiter hier um. Ah, Tasloy. Ja, da erinnere ich mich doch. Tasloy im Mantelwald sollen einen Umhang gestohlen haben. Für einen Zwerg. In einer Taverne. Wie er heißt, weiß ich nicht mehr. Also sollten wir die Leichen hier auf jeden Fall immer schön plündern.
Na, nicht in den Hinterhalt locken lassen. Alle schön zusammen. Der bleibt schon stehen oder kommt wieder. Genau. Und immerhin guck mal die Leichen durch. Nix. Nix. Schmuck. Nix. Nix. Und auch nix. Na gut. Wird wohl noch ein paar mehr Tassler hier geben. Die Frage ist auch, ob es nur einen Mandelwald gibt oder ob es mehrere Abschnitte hat. Das werden wir auch noch rausfinden. So, was haben wir hier? Das sieht mir menschengemacht aus. Ich wollte gerade sagen, da ist ein riesiges Haus. Und wer bist du? Böses Entdecken nicht vergessen. Ganz viele böse Tassloi. All des Saschens da. Mal gehen, wie sie da stand. Probieren wir nochmal. Nö, der will nicht rausrücken, ob er gut oder böse ist. Gebt euch zu erkennen. Ah, ist sogar er gewesen. Verzeiht mir meine unwirschen Worte. Ich hielt euch für jemand anderen. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin alter Sessionstar. Ich muss um euer Verständnis bitten, ihr lieben Gesellen. Ich befinde mich in höchster Bedrängnis. Eine Bande ungeschlachter Wilder hat die Absicht kundgetan, meine Freunde und mich zu töten. Ich stecke nun seit Tagen in dieser Hütte fest und habe bislang keinerlei Möglichkeit zur Flucht gefunden. Vielleicht seid ihr, freundliche Herren, bereit, einem in Not geratenen Mitmenschen zu helfen. Also die Tatsache, dass ich nicht gucken konnte, ob er gut oder böse ist, macht mich schon mal suspekt. Gerogor natürlich auch. Und dass der jetzt noch so übertrieben das rüberbringt. Ja, wir können es uns nicht leisten, uns da falsch zu entscheiden. Also sagen wir erstmal ja. Ihr wackeren Männer, ich bin erfreut, dass ihr so viel Anstand im Leibe habt, einem Menschen in meiner Lage zu helfen. Ich will euch meine Zwangslage schildern. Meine Freunde und ich kommen alljährlich hierher, um zu jagen. Dieses Jahr allerdings hat uns eine Gruppe von wilden Waldmenschen Gewalt gegen Leib und Leben angedroht, wenn wir unsere Jagdausflüge nicht einstellen. Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass wir als zivilisierte Menschen das Recht haben zu jagen, wo und wann immer uns danach gelüstet. Ja, ich habe das Gefühl, wir treffen gleich auf Elfen oder Druiden. Und bei beiden wird Jahira nicht besonders gut drauf sein. Wir beugen uns den Wilden nicht und setzen unsere Jagd fort, bis nach einigen Tagen die Wilden allen Anschein von Menschlichkeit verloren und Elban, einen meiner engsten Vertrauten, töteten. Ich bin sicher, dass sie nun einen Angriff auf diese unsere Hütte hier vorhaben. Wir müssen uns folglich bereit machen. Nicht gut, gar nicht gut. Egal was wir machen, es wird falsch sein. Mit denen, die meinen Wald respektieren. Ja. Eindringlinge, Zerstörer unseres Waldes, Baumkuschler. Ich, Seniyat, bin gekommen, um euch die Strafe zuteil werden zu lassen, die ihr verdient. Doch wer sind die Männer, die ihr da bei euch habt? Wir führen keinen Streit mit ihnen. Lasst mich euch und euch allein das Folgende sagen. Offenkundig habt ihr euch in eurer Einfalt überreden lassen, diese nichtswürdigen Gestalten zu beschützen. Höchstwahrscheinlich haben sie nichts von den Druiden erzählt, den sie kaltblütig ermordet haben. Nee, das haben sie wirklich vergessen zu erwähnen. Ihr solltet nun Gelegenheit haben, eure Wahl noch einmal zu überdenken und diese Männer ihrem verdienten Schicksal zu überlassen. Hört nicht auf diese geifenden Wilden. Also wild klang er nicht besonders, sondern recht eloquent eigentlich. Meine lieben Gefährten, sie lügen, wie man es von kulturlosen Barbaren nicht anders zu erwarten hat. Ja, deren Wort gegen seins. Aber er war uns eh schon suspekt. tut mir leid, Aldes. Aber wir sind auf der Seite der Druiden. Die haben das hervorragende Aloe Vera Balsam und verteilen Proben davon. Und meine Rüstung scheuert ein bisschen. Ihr versteht? Ich frage mich, ob das echt künstlerische Freiheit bei der Übersetzung war oder ob das im Englischen genauso ist. Das ist eigentlich ganz schön albern. Naja. Aber lustig ist es auf jeden Fall. So, ja. Wir sind auf der Seite der Druiden. Wegen ihrem schönen Aloe Vera. Wie?
Seid ihr des Wahnsinns, mit einer Horde wilder gemeinsame Sache zu machen? Ihr Verräter, jada, 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 jada. Okay. Aber er hätte keinen Druiden umbringen sollen. Denn sie haben dadurch dann alles Recht, auch einen von denen anzugreifen. Außerdem ist es auch ein bisschen suspekt, dass sie hier direkt in der Nähe des Banditenlagers oder was auch immer hier sein soll, ein Haus haben. So. Ich gratuliere euch zu eurer weisen Entscheidung. Ich wünsche euch alles Gute, welches Abenteuer euch auch immer bevorstehen möge. Wenn eure Anwesenheit in diesem Wald mit denen zu tun hat, die als der Eisenthron bekannt sind, ja, das tut es. Dann solltet ihr euch gen Westen aufmachen. Seid vorsichtig auf eurer Reise, denn es gibt in den Wäldern viele heimtückische Bestien. Eine weitere Gefahr besteht in einer Schattendruidensekte. Ihr Orden ist eine gefährliche Splittergruppe des wahren Druidenordens. Danke für die Information.